Stoß und einem möglichen Bürgerkrieg sprach Putin vor zwei Tagen. Heute grüßt und dankt er jungen Ingenieuren. Ein Lebenszeichen taucht am Nachmittag vom Chef der Wagner-Gruppe, Prigozhin, auf. Wir hatten nicht das Ziel, das Regime und die gewählte Regierung zu stürzen, teilt er per Audiobotschaft mit. Wir sind umgekehrt, damit nicht das Blut russischer Soldaten vergossen wird. Auch wenn diese internen Konflikte Russland schwächen und der Ukraine vielleicht sogar helfen, sie lösen in der EU auch Sorgen aus vor Chaos. Man muss ja wissen, dass wir in einem Land von einem Land reden, was 6000 Atomsprengköpfe hat. Unklar für die EU ist auch, wohin sie jetzt ziehen. Bilder aus der Nacht noch immer verlassen Wagner-Kämpfer die Region Rostov. Ein mögliches Ziel, Belarus, Nachbar des EU- und NATO-Mitglieds Litauen. Es hat nur einen halben Tag gedauert, bis die 200 Kilometer vor Moskau standen. Stellen Sie sich vor, wie schnell die durch Belarus wären und dann an Litauens Grenze. Europa schaut auf ein angeschlagenes Russland mit der Vorahnung, der Machtkampf ist noch nicht vorbei.